Hallo, meine Damen und Herren, mein Name ist Bushido und das ist ein weiteres schönes Ansagevideo für euch, um nochmal ein paar Sachen loszuwerden. Wo fange ich an? Ich war die letzten Wochen ein bisschen ausgenockt. Ich hatte eine unglaubliche Augenentzündung gehabt. Mein rechtes Auge war einfach so komplett out of order. Das war knallrot, ich konnte nichts mehr sehen. Ich bin dann ins Krankenhaus und an dieser Stelle nochmal schöne Grüße ans Neuköllner Krankenhaus. Die Augenabteilung dort hat mich wieder einigermaßen hinbekommen. Und dann habe ich so eine Woche, musste meine Frau mir alle halbe Stunde Kortisontropfen geben und ich war richtig weg. Aber mittlerweile hat sich das ein bisschen gebessert. Ich kann jetzt wieder gucken. Moment, ja, ich sehe euch auf jeden Fall. Ihr seid alle richtig korrekt. Und ja, ich wollte ja eigentlich letzte Woche schon beim Videodreh was erzählen und euch ein paar Sachen mitteilen. Das hat dann nicht mehr so gut geklappt, weil mitten beim Dreh zur ersten Single vom Sonny Black Album fing dann mein Auge an zu explodieren und dann ging das nicht mehr so gut. Also wollte ich das jetzt nachholen. Also an dieser Stelle möchte ich mich bedanken. Es war am 22.11. soweit. Wir haben ein unglaubliches Video released. 10 Minuten ging es. Das Leben und Tod des Kenneth Glöckler. Ein unglaubliches Lied, ein unglaubliches Video und 10 Minuten Hinrichtung und ich bin so unglaublich positiv überrascht, was das Feedback betrifft. Ich bin es ja eigentlich gewohnt, ich bringe was raus und alle meckern rum und da scheiß mal auf den und so. Aber dieses Lied hat so krass eingeschlagen, das hat diesen Bastard unglaublich rasiert. Ihn und seine komische Truppe da mit Hollywood und R&B, Black Music Star Emery, den ich auch an dieser Stelle grüße. Emery, wir brauchen neue Statements von dir, wir brauchen neue Telefonate von dir, nachdem du dann auch wieder erzählen kannst, dass das alles abgekapert war und du warst ja mit Kate zusammen dabei, als ihr Arafat und Shindy angerufen habt und du hast ja Hurensohn zu Kay gesagt und er saß da daneben. Also selbst wenn es so gewesen ist, so, dann ist er richtig, richtig offiziell Hurensohn, weil sowas lässt man auch nicht aus Spaß zu. Aber egal, euch Schwanzlutscher wollte ich jetzt auch gar nicht mehr weiter sozusagen erwähnen. Das Video hat eine unglaubliche Resonanz bekommen. Wir haben in den ersten 6 oder 7 Stunden waren das, glaube ich, die Millionen geknackt. Dann haben wir jetzt fast nach 3,5 Wochen die 10 Millionen Marke geknackt. Wir sind kurz davor. Wir haben über 210.000 Daumen hochs bekommen. So viele Kommentare, unglaublich. Viele, viele Leute aus der Rap-Szene, viele Rapper haben sich auch sozusagen gegen Kay bekannt und haben zumindest, auch wenn sie nicht auf meiner Seite sind, gesagt, dass sie das okay finden, was ich da gemacht habe. Alle, die für Kay sind, sind auf jeden Fall richtige Bastarde. Das sage ich jetzt ganz einfach, egal wer es ist. Ja, wer mit Kay zusammen ist, ist auf jeden Fall nicht mit mir und das reicht für mich einfach, um ihn als Bastard zu nennen. Gut, wir machen natürlich weiter. Dankeschön auf jeden Fall für dieses Feedback, für alle 10 Millionen Klicks. Ich hoffe, das geht weiter. Ihr könnt, wenn ihr dieses Video seht, seid ihr auf dem Bushido-Channel. Ich will mal kurz überlegen. Ich glaube, auf dieser Seite unten gibt es dann so eine rote große Fläche. Da könnt ihr dann auf Abonnieren klicken. Ihr könnt gerne den Channel abonnieren, denn es werden extrem viele lustige und interessante Videos folgen. Auf dieser Seite unten gibt es dann die Kommentierfunktion und Daumen hoch und Daumen runter. Ihr könnt dann euch bitte beteiligen, so interaktiv wie möglich. Ich werde mir eine Menge Kommentare durchlesen. Ich habe auch schon einige Sachen da, mitbekommen, die in dieser ganzen K-Geschichte da kommentiert wurden. Also, Big Brother is watching you. Ich gucke da auf jeden Fall auch zu. Daumen hoch, Daumen runter, je nachdem, ob ihr halt korrekt seid oder ob ihr halt nicht korrekt seid. So viel dazu. Die nächste Sache ist auf jeden Fall, ich grüße alle Leute aus Kleinmachnow. Ihr seid auf jeden Fall eine richtige, coole Nachbarschaft, wenn man dann sozusagen sieht, dass da ein Haus angezündet wird und dann noch sagt, so ja, der hat es ja auch nicht anders verdient. Also ich finde das unglaublich interessant, dass heutzutage so Unterschiede gemacht werden, dass, also normalerweise sind Brandstiftungen nicht okay. Wenn es aber bei Bushido ist, so, dann ist es eigentlich auch okay. Also jeder, der das okay findet, ist auch ein richtiger Hurensohn. Egal, ob jetzt die Bild-Zeitung mit ihrer komischen Hetze da oder die BZ oder auch andere komische Zeitungen, die sind eh irgendwie alle gleich. Also das einzig Gute ist, dass ihr vielleicht irgendwann dann auch aussterben werdet, weil ihr jetzt alle auf digital macht und Bild Plus abzocke. Das macht ihr nur, weil ihr keine Zeitung mehr verkauft. Aber egal, das ist auch ein anderes Thema. Ja, Grüße an die Kleinmachnower. Ihr habt auf jeden Fall Pech, weil irgendwann nächstes Jahr werden wir dann doch einziehen, ne, mit der Großfamilie Verschischi. Wir sind jetzt zu 6 mittlerweile, wa? Ja. Macht Spaß. Und wachsen. Und wachsen. Also, wie gesagt, wir werden vielleicht dann nochmal wieder ins Training einsteigen, mal gucken, ob da noch was passiert.
So viel zum Thema Kleinmachnow. Dann wollte ich noch ganz kurz erwähnen, Cosimo ist ja auch gerade wieder aktiv. Ich habe ja das Talent, so die ganzen Hartz-IV-Penner irgendwie zum Leben zu erwecken. Also Cosimo ist jetzt, glaube ich, das erste Mal irgendwie relevant, weil er so komische Videos macht und komische Interviews. Also seine Videos, die er selber dreht, die gucke ich mir an, die sind witzig. Seine Interviews gucke ich mir nicht an. Ich habe nur gehört, ich schulde ihm irgendwie einen Zahnarztbesuch. Finde ich lustig, weil die letzten zwei Male, als mein Zahnarzt Axel dich da umsonst behandelt hat und dir gesagt hat, du sollst doch bitte in Stuttgart weiter sozusagen die Behandlung führen, komisch, dass du davon gar nichts mehr weißt, aber ist auch vollkommen egal, ja, und dass deine Mutter mich anruft und mich anbettelt nach 6.000 Euro für deine Steuerschulden und sowas, ist egal, Cosimo. Ich will das Thema nicht aufmachen, genieß den Trubel und den Ruhm, den du gerade hast. Spätestens dann, wenn Bushido ausgelutscht ist, ist ja auch dann eh wieder vorbei mit dir und du kannst dann wieder weiter schön lutschen für 10 Euro da irgendwo in Stuttgart oder in deiner komischen Homo-Szene da mit deiner komischen Friseur-Ausbildung da, wie du mir erzählt hast, dass sich da mal einer hier im Fahrstuhl angebaggert hat und so, weil er dachte, dass du halt irgendwie auf Männer stehst und so. Ist auch egal. Schöne Grüße aus Berlin, mach dein Ding, ich gönn's dir auf jeden Fall, ist kein Problem. Und so, das Thema habe ich auch abgehakt. Jetzt kommen wir zum eigentlich wirklich interessanten Thema. Ich möchte euch erzählen, dass jetzt am Freitag, ja, um 18 Uhr, denke ich mal, so Pi mal Daumen, aber Kongo wird das dann wahrscheinlich noch ein bisschen konkretisieren. Also um 18 Uhr werden wir dann die erste Videopremiere zur ersten Sonny Black Single mitten in der Nacht feiern. Auf jeden Fall ein schöner Song, schon ein bisschen pöbelig unterwegs. Ich beleidige wieder Leute, Kay ist wieder dabei, die Bildzeitung, DSDS, also die komplette Jury, die BZ und Prinz Markus von Anhalt, der Tomatenkopf, so, der wird auf jeden Fall auch erwähnt. Doch, der ist doch egal, einfach so, weißt du. Der hat mir gedroht, hast du nicht mitbekommen? Der meinte so, wenn ich jetzt noch einmal was gegen Kay sage, so, dann gibt's richtig Ärger und ich soll alle meine Freunde mitbringen und so. Der ist mutig, der hat vergessen damals die Sache mit Arafat und so, aber ist doch egal. Kein Problem, Prinz Markus von Schwanzhalt, wir sehen uns dann irgendwann mal. So, mitten in der Nacht, thematisch eigentlich nur Pöbelei, so wie es sich auf Sonny Black auch durchzieht. Also das Album wird extrem pöbellastig werden. Also ich habe da gar keine Themensongs auch so einfach drauf geschissen, einfach Beleidigungen. Ich habe auch meiner Frau gesagt, die soll sich das Album bitte nicht anhören. Ich möchte noch viele weitere glückliche Jahre in unserer Ehe verbringen und ich denke mal, da könnte das Album so ein bisschen für Störfeuer sorgen. Freitag ist es soweit, wieder mit den Leuten von Street Cinema Video gedreht. Malik ist gerade am Schneiden, die anderen Jungs sind gerade in Thailand, die haben da zu tun und ich bin gespannt, was da noch passiert. Ja, Kongo wird dann nochmal klar machen, wann genau. Ansonsten danke, wie gesagt, nochmal für diese 10 Millionen Klicks. Leben und Tod ist Kenneth Glöckler. Super Sache auf jeden Fall. Und ja, wir machen weiter. Ne? Noch ist nicht Ende aller Tage und wir machen schon weiter, so wie Bugs Bunny. Ansonsten, wenn wir uns dann nicht mehr sehen und hören, dann wünsche ich euch auf jeden Fall nochmal schöne Feiertage und so. Ne? Kommt gut, lasst euch gut beschenken vom Weihnachtsmann. Und vielleicht rutscht ihr dann auch gut ins neue Jahr und wünsche euch viel Gesundheit. Und achso, Sonny Black, noch kurz zur Box. Also die ist ja jetzt bei Amazon noch ein bisschen gesunken im Preis, finde ich auch sehr gut. Und mittlerweile hat jeder auch, glaube ich, mitbekommen, also in dieser Box, die auch unglaublich, glaube ich, diese 32x32 cm im Quadrat, ja, die kann man dann aufklappen mit richtig fetten Magneten und so, sehr aufwendig, sehr hochwertig auch. Hat mich auch eine Menge Geld in der Produktion gekostet. Mit einer Doppelvinyl, da sind auf jeden Fall auch die 18 Songs drauf. Dann gibt es die Premium-Edition, auch mit den 18 Songs als CD im Super Jewel. Dazu gibt es dann noch das 40-Seiten-Comic von Adobe Kit mit einem Poster drin und ein exklusives T-Shirt, welches auch nur in Größe L in dieser Box zu kaufen gibt. Dann gibt es noch die Standardversion bei Amazon. Könnt ihr euch dann hier unten, gibt es da dann auch wieder die ganzen Informationen, könnt ihr euch dann auch vorbestellen. Dann gibt es noch die iTunes-Digitalversion. Ey, hör auf einzuschlafen. Hast du mich verstanden? So ein Quatsch. Und ja, könnt ihr euch alles vorbestellen, wenn ihr Bock habt. Am 14. Februar ist es soweit. Bis dorthin werden wir uns noch einige Male sehen. Wir werden noch ein paar Videos drehen, werden noch ein paar Leute kaputt machen, ein paar Leute schön durch den Kakao ziehen. Auf Sonny Black werden unglaublich viele Leute auch gedisst und beleidigt. Also von, egal, das erzähle ich euch dann am anderen Mal. So, also wie gesagt, danke, dass ihr da seid. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Abonniert den Channel, drückt Daumen hoch, Daumen runter und lasst einen Kommentar übrig an dieser Stelle. Viele Grüße an Kongo, viele Grüße an das Forum. Macht's gut, peace.